Also meine Salzgrotte besteht aus 11 Tonnen Salzen und das kommt aus verschiedenen Ländern, kommt aus dem Vorgebirge des Himalayas, aus Pakistan. Salze kommen aus Polen oder aus verschiedenen Bergwerken. Da jedes Salz verschiedene Spurenelemente enthält, kommt es vor allem auf die Kombination der Salze in der Grotte an. Nur so kann die beste Wirkung erzielt werden. Aus der Luft nimmt der Körper die Salze über Atemwege und Haut auf, die zum Beispiel Schleimhäute abschwellen lassen. Doch auch zum puren Entspannen ist hier jeder eingeladen. Ich empfehle einfach jedermann die Salzgrotte, auch wenn man nicht krank ist. Also man steigert damit einfach die Abwehrkräfte und man kann wunderbar entspannen. Also man fährt mal richtig runter und die Salzgrotte ist einfach was für jedermann. Bis zur eigenen Salzgrotte war es ein weiter Weg. Silke Pietzner-Blum liest sich zunächst jede Menge Wissen an. Nach 25 Jahren schließlich kündigt sie ihren Job im öffentlichen Dienst und eröffnet ihre eigene kleine Salzgrotte. Seit sehr vielen Jahren war der Wunsch da, der Selbstständigkeit. Und ich habe sehr lange überlegt, wie ich den verwirklichen kann und was auch wirklich zu mir passt. Und ich bin sehr vernarrt in das Meer, in Salze auch schon immer. Und ich liebe es zu dekorieren und mit Menschen zusammen zu sein. Und die Kombination, die ich mir hier ermöglicht habe, ist also genau das, was zu mir passt. Und ich stecke hier mein ganzes Herzblut rein. Ne? Auf 11 Liegen ist hier Platz für jede Menge Entspannung. Und zwar in voller Bekleidung. Lediglich die Füße stecken in Überschuhen oder mitgebrachten Socken. 45 Minuten dauert eine Sitzung und wirkt wie mehrere Tage Meeresbrandung. Dabei ist den meisten Solingern die Chance auf eine Meeresbrise mitten in der Stadt gar nicht bewusst. Es gibt immer noch sehr viele, die sagen, wie, wir haben in Solingen eine Salzgrotte, habe ich ja noch nie gehört. Oder die dann auch sagen, was ist denn eine Salzgrotte, ne? Wo soll das denn sein? Ne? Also das würde ich mir einfach wünschen, dass ich mehr Menschen erreichen kann. Weil die einmal hier hinkommen, die kommen auch immer alle wieder. Ne? Auch in Wuppertal kann man in der salzhaltigen Luft der Grotte Salina del Carmen entspannen. Die Salzgrotte von Manfred Neuhaus besteht aus insgesamt 15 Tonnen reinem, natürlichem Salz. Circa 5 Tonnen totes Meersalz befinden sich auf dem Boden der Grotte und circa 10 Tonnen Himalaya-Salz sind an den Wänden angebracht und laden nicht nur die Wuppertaler zum tiefen Durchatmen ein.